Wenn wir schon so entspannt reden, dann kann der auch aus. Und an dieser Stelle, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute möchte ich einfach mal ein ganz entspanntes Style & Talk Live Update mit euch zusammen machen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Verwenden werde ich Produkte von Lookfantastic, da gilt mein Code CLAUDIWELT für den maximalen Rabatt auf die Produkte. Ich verlinke euch die Sachen in der Infobox, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Manche Sachen sind neu. Sehr wenige eigentlich, viele davon kenne ich eigentlich schon. Und ja, zuallererst würde ich einfach mal fragen, wie geht's euch so? Ne? Dann nehme ich jetzt erstmal hier meine Miracle Cream aus meinem Project Pen. Der Sommer ist zwar immer ein Gute-Laune-Moment, sage ich mal, für alle irgendwie ein Stück weit, aber im Großen und Ganzen hört man auch immer wieder, dass diese heiße, diese warme Jahreszeit auch immer wieder dazu führt, dass Paare sagen, ja, ciao, Kakao, ne? Das wird mir alles zu viel, die Emotionen kochen genauso hoch und die Gemüter wie eben auch die Temperaturen. Und ja, also das, was ich halt auch so erlebt habe im Freundes- und Bekanntenkreis, ist, dass die schönsten Zeiten des Jahres auch gleichzeitig für viele andere die Zeiten des Jahres sind, die am traurigsten sind, nämlich wo dann halt auch sehr, sehr viele Trennungen passieren und so weiter. Und ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Ich hoffe, dass ihr glücklich seid und ja, dass ihr euch wohlfühlt. Ne? Und jetzt verwende ich hier mal dieses hier. Das ist von Clinique, dieser Under Eye Brightening. Nee, Even Better irgendwas. Genau, also mir geht's gut. Also uns geht's wirklich gut. Wir sind glücklich, wir haben Pläne und ja, ich glaube, also es steht tatsächlich jetzt gerade, wo ich das Video drehe, auch der Urlaub von meinem Freund bevor, worüber ich mich sehr, sehr freue, weil er das halt auch einfach mal braucht, ne? Vielleicht brauche ich das auch ein Stück weit mal und ja, da arbeiten wir im Prinzip mega drauf hin auf seinen Urlaub und wir werden vielleicht dann auch mal so für, ja, für einen Tagesausflug, ne, unterwegs sein, dass wir mal an die Nordsee fahren oder in den Zoo oder so. Es sind halt bei uns eher so kleine Ziele, die wir machen. Und nicht irgendwie irgendwo groß wegfahren oder so. Ich meine, mit einem anderthalbjährigen brauchst du das auch nicht, weil ich glaube, dass sobald wir auch nur irgendwie, weiß ich nicht, ein anderes Dorf fahren, ist das für ihn ein Riesenerlebnis, dass er halt auch mal was anderes sieht und so, ne? Und ansonsten entdeckt er ja sowieso erst die Welt, sodass er, ja, er braucht es halt noch gar nicht. Und wir brauchen es so auch nicht. Wir sind ja auch nicht so die Reisemenschen. Und ich glaube, dass wir halt erst dann wirklich mal auf Reisen gehen werden und mit ihm die Welt entdecken werden. Also wirklich, ja moin, die Welt in weiteren Ebenen entdecken werden, wenn er das halt auch so wahrnehmen kann. Ne? Das ist ja aktuell halt noch nicht so und deswegen braucht man das ja noch nicht machen. Ja, ich bin dieses Jahr ziemlich viel noch unterwegs. Das ist halt beruflich bei mir dann so der Fall. Und mein Freund ist dann mit Julius hier alleine, aber das ist nicht schlimm. Mein Freund ist der beste Papa, den ich mir überhaupt für meinen Sohn vorstellen kann. Der beste Mann an meiner Seite, den ich mir vorstellen kann. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ich hatte auch letztens mal, schon eine Weile her, ein Kurzvideo gedreht, wo ich halt auch so ein bisschen was über, also überspitzt, ne, dargestellt habe, so beziehungstechnisch gedönsen. Aber das bezog sich halt nicht auf meine Beziehung, weil ich einfach gesegnet bin, würde ich jetzt einfach mal so sagen, mit einem wundervollen Mann an meiner Seite, mit einem sehr verständnisvollen Mann. Und ich glaube auch, dass wir nicht so lange zusammen wären, wenn wir halt nicht so in eins denken würden. Also, dass wir halt quasi an einem Strang ziehen und diese respektvolle Beziehung ist einzigartig, das weiß ich auch. Also, ich weiß es auch mega zu schätzen und ja, bin da auch jeden Tag glücklich drüber. Natürlich ist nicht jeder Tag perfekt. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu viel verlangt. Aber wir gehen, selbst wenn wir nicht einer Meinung sind, sehr, sehr respektvoll miteinander um. Und wir passen halt auch aufeinander auf, was auch immer sehr, sehr wichtig ist, sodass halt die körperliche und auch die mentale Gesundheit bei uns beiden wirklich nicht zu kurz kommt. Und man sich auch trotz des Elterndaseins nicht vergisst. Also gegenseitig als Paar halt, ne? Und das ist halt auch so ein großes Thema, denn ich bin jetzt, wo Julius wirklich anderthalb ist, der ist schon älter als anderthalb, Leute, das ist der Wahnsinn, der ist schon bald ein Jahr und acht Monate, ja,
bin ich endlich mal in meinem Mama-Sein richtig angekommen. Also das ist sehr hart, das so zu erkennen, dass es halt so spät bei mir erst passiert ist. Aber ich habe halt meine Zeit wirklich gebraucht. Hier habe ich jetzt ein neues Produkt, das ist in der Farbe Daiquiri, dieser Iconic Cream Blush. Da bin ich auch mal ein bisschen gespannt drauf, wie der so ist. Ne? War jetzt als neu angegeben. Oh, sehr cremig. Kann was werden. Denn huch, am Anfang war es nicht leicht. Also, dass ich mich in die Mama-Rolle eingefunden habe, dass ich diese Freiheiten aufgegeben habe, die ich mir jahrelang wirklich dann auch aufgebaut habe, die ich mir erkämpfen musste teilweise und in denen ich mich auch sehr wohl gefühlt habe, ne? Dass ich die dann aufgeben musste, war für mich persönlich heftig. Und die Erkenntnis, wofür ich das dann mache, also was es mir dann bringt, diese Freiheiten aufzugeben, musste erst kommen. Also das hat ein bisschen bei mir gebraucht. Das fing ja schon bei mir an mit der Wochenbettdepression, die ich hatte. Das war ganz, ganz schlimm. Und da war ich auch super glücklich, dass mein Freund auch da war und dann in die Bresche gesprungen ist. Und ja, also einfach da war. Ne? Dass er eben nicht gesagt hat, boah ey, jetzt raff dich mal auf und das musst du doch hinkriegen. Und der hat mir halt keine Vorwürfe gemacht. Und das ist halt auch so eine ganz wichtige Sache in einer Beziehung, finde ich, dass wenn man merkt, okay, es geht dem Partner, der Partnerin nicht gut oder keine Ahnung, dass man eben dieses Problem, was die Person hat, der Person nicht zum Vorwurf macht, sondern ganz im Gegenteil unterstützt. Denn ich habe das leider schon zu oft erlebt und gesehen, überall, siehst du es immer wieder, jeden Tag im Prinzip, dass wenn es einem Menschen nicht gut geht, dass er eher dafür noch einen auf den Deckel bekommt, als dass er Unterstützung bekommt. Und das ist ja genau das, was nicht sein sollte. Sei es in der Partnerschaft, sei es in der Freundschaft, im Beruf halt auch. Ne? Manchmal, das habe ich halt auch erlebt, manchmal hast du halt auch Kolleginnen und Kollegen, die einen Hänger haben, die einfach gerade nicht die Leistung bringen können, die sie bringen wollen, weil es denen einfach nicht gut geht. Und anstatt, dass man den Leuten das dann zum Vorwurf macht und dann immer wieder fordert und Negativität noch weiter mit reinbringt und das Problem ja im Prinzip noch größer macht und dann gegebenenfalls sogar dafür sorgt, dass die Person dann irgendwie komplett zusammenbricht, den Job wechselt, die Beziehung beendet oder sonst irgendwas macht, ist es einfach sinnvoller, wenn man versucht, die Menschen zu verstehen. Und das ist halt auch etwas, was immer mehr in der Gesellschaft verloren geht, dieses Aufeinanderachten. Ne? Dass man halt jetzt nicht irgendwie nur so sein eigenes Süppchen macht, ich finde den Blush übrigens sehr schön, sondern dass man irgendwie versucht, halt auch irgendwie links und rechts zu gucken, dass man die anderen Leute nicht im Stich lässt, weil ich glaube, dieses Alleinsein haben sehr, sehr viele Leute und das ist ein riesiges Problem. Ich verwende jetzt hier auch den Super Glow von Pixi, den fand ich ja letztes Mal so cool. Genau, und genau, dass man da halt vielleicht irgendwie einfach mal für sich dagegen angeht. Ne? Ich glaube, das ist auch ein schöner Appell, den ich so mitgeben kann. Denn das ist alles nicht selbstverständlich, dass man vielleicht einfach auch mit offenen Augen durchs Leben geht und eher Leuten die Hand reicht, als sie von einem wegzustoßen und so. Und das hilft einfach auch im Leben einem selber viel, viel mehr. Das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Ich bin selber sehr oft weggestoßen worden. Ich habe sehr, sehr viele sehr, sehr viel Negativität erlebt und Ablehnung und wurde viel alleine gelassen und so. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass ich dann selber halt auch so reagiert habe. Und das ist natürlich blöd, ne? Das ist ja auch irgendwie so eine Abwärtsspirale der Gesellschaft fast schon. Und ich versuchte einfach auszubrechen. Ich versuche das eben nicht so zu machen. Und das kommt dann manchmal bei manchen Leuten vielleicht ein bisschen naiv vor oder rüber. Ne? Manche denken sich, ach je, die hat wieder ihre rosarote Brille auf. Hier ist der Mac Paint Pot mal wieder im Einsatz. Und keine Ahnung, die denkt nicht realistisch genug und so. Das stimmt nicht. Also ich mache mir sehr, sehr viele Gedanken und ich halte mich auch selber für einen recht intelligenten Menschen. Also ich habe wirklich, ne, also auch was Bildung angeht und so, bin ich wirklich gut gebildet und ich hätte viele Möglichkeiten gehabt, auch da noch weiter anzuknüpfen und so, wenn ich gewollt hätte. Aber ich wollte es nicht, weil ich in den Momenten immer wieder so gedacht habe, naja, aber warum sollte ich jetzt noch irgendwie eine höhere akademische Ausbildung machen, wenn ich doch letztendlich jobtechnisch was anderes machen möchte? Sei es damals, als meine Eltern dann meinten, Mensch, mach doch mal ein BWL-Studium oder so.
Hier habe ich von Revolution das Duo in Real Life. Passt bitte auf, lagert das nicht so, sondern so. Das ist mir eben schon wieder auseinandergeflogen. Genau, dass man... Wo war ich denn jetzt hier? Keine Ahnung. Genau, dass ich da halt Möglichkeiten gehabt hätte, theoretisch, ne, zu studieren und hast du nicht gesehen, aber mich dann bewusst dagegen entschieden habe, einfach weil ich für mich nie gesehen habe, dass ich jetzt irgendwie in einer Führungsposition bin oder sonst irgendwas machen werde. Klar, damals war ein Traum von mir gewesen, Lehrerin zu werden. Das wollte ich wirklich immer, aber dann habe ich halt irgendwann die Hürden erleben dürfen. Also was man halt alles dafür bringen muss. Und jetzt mittlerweile bin ich auch sehr froh, dass ich das eben nicht gemacht habe. Weil wenn ich das halt auch bei anderen Leuten sehe, was so ein ja, Studium auf Lehramt tatsächlich so mit sich bringt und wie spät man dann letztendlich auch erst in den Job reinkommt und so. Nö. Einfach nö. Da bin ich einfach glücklich, dass ich mich dagegen entschieden habe und dann halt ja diese Laufbahn angestrebt habe mit Industriekauffrau. Und ich bin auch froh, dass ich nicht studiert habe, denn ich habe es nachher im Berufsleben gesehen, dass die Leute, die dann halt studiert haben, nicht zwingend mehr verdient haben als ich und auch nicht unbedingt einen anderen Job hatten als ich. Also das ist halt immer die Frage und das finde ich halt nach wie vor auch immer ein bisschen schwierig. Man muss sich halt irgendwann im Leben entscheiden können und dürfen, welchen Job man so macht und so. Und da leben wir alle hier in einer super privilegierten Gesellschaft, eben weil wir das haben, dass wir so viele Möglichkeiten bekommen. Ne? Dass einem halt klar durch die Bildung gegeben, Richtlinien vorgegeben werden, das und das kannst du mit dem und dem Abschluss halt machen und das eher nicht so. Und letztendlich ist es aber trotzdem so, selbst wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Gymnasialabschluss, also ein Abitur, sondern man hat einen Hauptschulabschluss gemacht oder so, hat das vielleicht mit Quali gemacht, kann man später trotzdem noch über den zweiten Bildungsweg oder wie sich das nennt, über Umwege und so, trotzdem studieren. Und du kannst auch trotzdem als Quereinsteiger heutzutage so viele Jobs ausüben. Also was ich auch erlebt habe, also Leute, mit denen ich zur Grundschule gegangen bin, die dann halt nicht mit mir aufs Gymnasium leider gegangen sind, also auch sehr, sehr enge Freunde von mir, sage ich jetzt einfach mal, ne? Oder Leute, mit denen ich auch damals sehr viel zu tun hatte, die sind dann halt auf die Realschule oder auf die Hauptschule gegangen, was ich, also es war damals halt für mich ein Riesenproblem, weil das waren halt meine Freunde und naja, deswegen hatte ich dann nachher auch das Thema mit Mobbing und so, aber egal, das ist nochmal was anderes. Dass ich halt quasi gesehen habe, dass diese Leute eben, weil sie einfach zu dem Zeitpunkt, wo halt diese Schulwahlgedönsen-Geschichte anstand, ne, noch nicht so den Weg für sich hatten, was möchte ich überhaupt später mal machen, aber das im Laufe der Schulzeit erlebt haben oder später, als sie dann angefangen haben zu arbeiten, realisiert haben, okay, ich möchte jetzt aber das und das machen. Ich möchte jetzt eine Führungsposition sein und das haben sie umgesetzt. Also es ist so heftig, Leute, die, das ist jetzt der ganz normale Chocolate Soleil Matt, ne? Leute, die wirklich wollen, können auch. Und das ist halt auch so eine Sache, was ich so krass finde, dass du einfach mittlerweile, die Firmen, die suchen ja händeringend. Ich habe es jetzt ja auch bei so vielen Firmen auch wieder mitbekommen, bei Peerish, die ja suchen, also falls ihr Bock habt, ne? Ich setze euch mal einen Link in die Infobox. Viele Firmen suchen einfach auch gerade nach Mitarbeitern. Ich war auch so erstaunt, als sogar hier WBS Legal und so, ne, zum Beispiel so ganz bekannte YouTube-Kanäle oder YouTuber, die dann halt auch sagen, Mensch, ich suche gerade einen Cutter, ich suche gerade hier jemanden, da jemanden. Selbst die Leute, die ja, ich sag mal, in der Öffentlichkeit stehen und als cool oder ne, geile Arbeitgeber oder so gelten, haben Probleme, Leute zu finden. Und das finde ich einfach schon krass. Das ist natürlich für die Arbeitnehmer super genial, weil du einfach jetzt die Möglichkeit hast, vielleicht einfach mal auch deinen Traumjob zu bekommen, auch wenn du jetzt nicht unbedingt den Abschluss hast, der sonst immer gefordert wurde. Und deswegen, also uns allen stehen so viele Möglichkeiten offen. Allein, also wenn ich das jetzt mal so von mir als Beispiel erzählen darf, dass ich hier ja auf YouTube bin, das ist ja auch quasi über einen zweiten Bildungsweg gewesen. Ich habe eine ganz normale Ausbildung als Industriekauffrau gemacht, die übrigens sehr, sehr hilfreich ist für diesen Job. Was auch super hilfreich gewesen wäre, wäre, wenn man vielleicht so im Bereich von Mediengestaltung gearbeitet hätte. Da gibt es einige hier auf YouTube, die das beruflich machen oder gemacht haben. Ne? Mediendesign oder im Marketing oder so. Wenn du da halt mal gearbeitet hast, dann ist dieses Ganze hinter den Kulissen von YouTube, was ja, ich sag mal,
keine Ahnung, 80% der Arbeitszeit ausmacht, ne? Mehr eigentlich. Naja, ein Großteil macht es halt einfach aus, ne? Dann hast du da auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gute Basisgeschichten. Ich sag schon wieder Geschichten. Ich erzähle euch eine Geschichte. Dass man darauf ja quasi sein Wissen anwenden kann, ne? Und damit halt auch wirklich was reißen kann. Der Pinsel hart, schade Schokolade, sind die von Zu Eva, die sind aber auch schon seit Jahren im Einsatz, ne? Und das ist halt einfach so ein kleiner Anreiz auch für euch oder so eine kleine Idee. Wenn ihr in einem Job seid, wo ihr euch nicht wohlfühlt, dann habt ihr jetzt eigentlich die perfekte Möglichkeit, das zu ändern. Ich finde es nicht, also ich finde es richtig schlimm, wenn man in einem Job drin ist, und das war ich ja auch immer mal wieder, um das mal so zu sagen, wo man sich nicht wohlfühlt. Sei es wegen Kollegen, sei es wegen der Arbeit selber, sei es wegen dem Arbeitgeber. Und da ist man jetzt einfach auch in einer super komfortablen Position. Das nennt sich ja Arbeitnehmermarkt aktuell. Also es sind einfach so viele Stellen frei und die Arbeitgeber brauchen so viele Menschen. Und klar haben manche Firmen jetzt auch durch die Wirtschaftskrise und so Probleme, dass man sagt, okay, ne, wir müssen jetzt eher Stellen abbauen als aufbauen. Aber dafür sind dann halt in anderen Branchen und anderen Bereichen sehr, sehr viele Stellen frei, einfach weil die Menschen immer weniger sich für einen klassischen Beruf entscheiden, sondern zum Beispiel, was ja auch so eine Sache ist, dass Leute, die halt quasi ja ihre Schullaufbahn machen, ne? Die kommen immer später in die Arbeitswelt rein, um das mal so zu sagen. Weil sie halt sich erstmal orientieren müssen. Und einfach weil, und das finde ich sehr schade, die Schule heutzutage zwar sehr viel Wissen vermittelt, also das ist ja deutlich, deutlich mehr Wissen als das, was meine Eltern zum Beispiel in der Schule erlebt haben damals, ne? Also die jetzt quasi in Rente gehen, haben bei weitem nicht so viel Wissen vermittelt bekommen wie wir. Weil natürlich ja auch, oder wie jetzt, wenn jetzt Leute in die Schule kommen, ne? Das ist ja, die lernen ja noch mehr als ich. Einfach weil dieser Horizont so krass erweitert wurde. Es sind ja immer mehr Sachen, die dann durch Forschung und Entwicklung halt auch erkannt werden. Geschichte, natürlich, die Geschichtsbücher werden immer weiter geschrieben, dementsprechend wird da auch immer mehr beigebracht und das sind dann halt so die Sachen, wo ich mir denke, okay, das ist alles schön und gut, wenn man in der Schule auch super krass viel Wissen vermittelt bekommt, aber es sollte meiner Meinung nach immer noch an die Realität gedacht werden, also dass man sagt, okay, wir bilden die Leute in der Schule halt auch dafür aus, dann später mal ins Arbeitsleben zu kommen. Ich habe nie gelernt, wie funktioniert ein Mietvertrag oder was brauche ich, wenn ich mal umziehe, also wenn ich mal einen Umzug vornehme oder wie schreibe ich eine Steuererklärung, gut, das ist später dann in der Ausbildung gekommen, ne? Also wie ich sowas halt bewältige, aber halt so, ja, lebensnahe Sachen. Die sind halt nicht so gelehrt worden. Du lernst da irgendwelche wilden Sachen in Physik und in Mathe und hast du nicht gesehen. Du weißt nachher 1a, wie du Gedichte analysieren kannst, wie du Sachtexte analysieren kannst in allen möglichen Sprachen. Ja, aber was ist denn mit dem wahren Leben, Leute? Und wenn dann die Leute rauskommen aus der Schule, also bei uns war das halt wirklich so, dass man das auch gemerkt hat, dass die Schüler dazu mehr animiert wurden, einfach studieren zu gehen. Also so nach dem Motto, ja, mach mal weiter, ne? Mach mal weiter und die bringen dir schon was Vernünftiges bei. Das hat sich so angefühlt. Also es war eine super gute Schule, in der ich war. Aber das war halt vom Empfinden nachher so, dass ich mir gedacht habe, ja gut, ich bin jetzt aus der Schule raus, aber was habe ich gelernt? Klar, ein paar Dinge kann ich jetzt auch immer noch zum Einsatz bringen, aber dann hätte ich nicht 13 Jahre waren es damals bei mir, ne, zur Schule gehen müssen. Nee, also da hätte man einfach vieles nicht gebraucht. Und mir fehlen einfach auch oft so essentielle Fächer, mir fehlen essentielle Wissensvermittlungsgeschichten und da hat man, wenn man Glück gehabt hat, sowas vielleicht mal irgendwie durch ein Praktikum oder durch eine AG oder so kennenlernen dürfen, aber nicht im klassischen Arbeitsleben, das finde ich, im klassischen Schulleben, das finde ich wirklich schade und das ist, glaube ich, auch so ein Thema, weswegen die Schüler, die heutzutage halt aus der Schule entlassen werden, naja, einfach nicht wissen, was sie dann machen wollen und sollen. Weil, naja, ne, was wurde einem denn beigebracht? Klar wird dann auch in der Schule immer geguckt, welche Fähigkeiten hat der oder die
und wie kann man das entsprechend fördern und so. Aber mir fehlt da einfach viel, viel mehr. Auch was jetzt so die musikalische, die kreative Förderung angeht, was die, also wenn ich jetzt auch so drüber nachdenke, ne, klar, nachher in der Ausbildung, da habe ich super viel gelernt über Produktlebenszyklus, über Wirtschaftsentwicklung und so weiter. Das habe ich in der Schule, also auf dem Gymnasium aber so nicht gelernt. Klar, ich war auch nicht auf dem Wirtschaftsgymnasium, ich war auf einem ganz normalen, klassischen Gymnasium, aber da würde, also genau auf solchen Schulen würde ich mir sowas halt einfach wünschen. Natürlich hatten wir auch so eine, dass wir dieses Berufsinformationszentrum besucht haben und so. Aber ganz ehrlich, was mir da vorgeschlagen wurde, was ich machen soll, ich glaube, ich sollte Köchin werden oder sowas. Also, ich weiß ja nicht. Nee, ich glaube auch, dass es ein bisschen schon in die kreative Richtung da bei mir ging, dass es dann halt auch so gesagt wurde. Aber das war jetzt für mich nicht so mindblowing und so. Also zum Beispiel, dass überhaupt sowas wie BWL oder Marketing im normalen Berufsalltag existiert, war in dem Bits, wo wir waren, in Bonn nicht so gegeben. Also es war ganz merkwürdig, wirklich super merkwürdig. Und das war nicht schade. Also da haben wir uns auch als Schüler, als wir halt da saßen, ne, haben wir uns eher drüber lustig gemacht, als dass man das halt irgendwie ernst genommen hätte. Und ich würde mir halt wünschen, weil ich bin jetzt selber Mutter. Ich habe jetzt selber einen Sohn, dem ich natürlich auch versuche, alle Möglichkeiten zu geben und ihn auch zu fördern, wo es nur geht. Aber also, ne, das versuche ich natürlich als Mutter und das versuchen wir auch als Eltern. Aber ich würde es mir wünschen, dass sowas halt auch in der Schule passiert, weil für mich ist Schule halt auch ein Stück weit dafür da. Naja, aber da muss man jetzt einfach mal gucken, wie sich das alles so entwickelt. Und für uns und für euch ist es dann natürlich jetzt gerade die Situation, dass man sagt, ja, du hast jetzt hier mehr oder weniger freie Berufswahl. Klar, wenn du jetzt irgendwie ein Arzt wirst oder so, dann ist es vollkommen sinnvoll, vorher zu studieren, weil das ist, ich sage immer, wenn es um Menschenleben geht, dann ist das immer ein bisschen was anderes. Ne? Ich sag, also in meinem Job habe ich auch oft den Satz wiederholt, den mein Freund mir mal irgendwann sagte, es geht hier nicht um Menschenleben, wenn mal wieder irgendwer volle Elle eskaliert ist, sei es ein Kunde oder sei es ein Kollege oder so, sagt er immer, Claudi, es geht hier nicht um Menschenleben. Das habe ich mitgenommen. Ich habe jetzt hier ganz neu die Natasha Denona Mini Rose Palette, die werde ich jetzt mal mit euch zusammen ausprobieren. Und so ist es dann halt alle gekommen, heutzutage in der Welt, sage ich jetzt einfach mal dazu, dass wir jetzt freie Wahl haben, mehr oder weniger, was wir dann so beruflich machen wollen. Ne? Genau, und für mich sind natürlich hier auch schon ein Stück weit meine Kompetenzen gefordert und werden auch gefördert. Und ich fühle mich auch sehr, sehr wohl in dem, was ich hier mache. Also es ist ein tolles Arbeiten, ein sehr freies Arbeiten, ein meistens entspanntes Arbeiten, weil ich hier einfach meine Freiheiten ausleben darf. Weil in meinem Privaten habe ich die ja quasi gar nicht mehr. Also da kommen wir jetzt auch wieder auf das Familiäre zu sprechen. Ne? Also seitdem Julius auf der Welt ist, ist es so, dass mein Leben sich ja für mich persönlich komplett geändert hat. Ich war ein super krasser Freigeist damals. Also ich habe, also mein Freund und ich, wir waren beide halt so. Wir haben unsere Freiheiten genossen. Wir haben es genossen, dass man machen konnte, was man wollte, dass man, ja, so salopp gesagt, man konnte ja einfach durchs Haus schreien, sich gegenseitig suchen, ne? Und es hat halt einfach keinen interessiert. Und es war einfach alles sehr, sehr chillig hier, so. Und dann ist hier halt ein weiterer Mensch im Haus, auf den man Rücksicht nehmen muss. Und das muss ich halt ständig. Ich muss es mit meinen Arbeitszeiten, ich muss es mit allem, was ich mache. Ne? Egal, welchen Schritt ich mache, ich muss immer gucken, okay, was ist jetzt gerade mit Julius? Ist er gerade irgendwie in Betreuung oder so? Ne? Sonst wäre das halt zum Beispiel, wenn Events anstehen, ja, fährst halt hin. Ne? Kannst du machen, easy peasy, ran da, läuft. Mittlerweile ist es aber natürlich so, dass ich überlegen muss, okay, ist mein Freund im Urlaub oder kann ich hat mein Freund Urlaub, sodass er sich dann komplett um Julius kümmern kann? Oder muss ich dann schauen, ob die Großeltern unter die Arme greifen können oder? Und das ist halt anders für mich, ne? Also, ja. Und ich habe einfach irgendwie dieses Gefühl dann irgendwann gehabt, dass ich quasi es nicht ausreichend genießen konnte, diese Freiheit zu haben und war dann halt echt pieselig. Und mittlerweile hat sich das natürlich gegeben, das merkt ihr ja auch jetzt, ne? Ich kann da auch jetzt ein bisschen entspannter drüber reden, aber gerade am Anfang war es für mich super wild, super heftig
Und ich musste erstmal meinen Platz hier überhaupt in der Rangfolge finden, denn mein Freund hat einen Job, der natürlich auch arbeitszeitgebunden ist. Und ja, da musste ich mich dann natürlich anpassen. Ich musste, dass ich überhaupt arbeiten kann, danach ausrichten, was alle anderen gerade so machen. Und ich muss mich jetzt auch im Prinzip immer wieder erklären, was mache ich wann, wie lange dauert das und so weiter. Und man muss hier einfach viel, viel mehr planen. Ansonsten war ich halt echt so ein, ich habe mehr oder weniger so in den Tag hineingelebt. Also klar, ne, durch meinen Job, den ich damals hatte, war es natürlich nicht so. Aber ich hatte natürlich auch einen festen Ablauf in gewisser Art und Weise. Aber ich konnte halt einfach machen, ohne dass ich auf irgendwen groß Rücksicht nehmen musste. Und einfach, weil mein Freund und ich ja auch so super entspannt miteinander sind. Und das habe ich einfach so genossen und das ist halt dann auf einmal weg gewesen. Und ja, als Julius dann auf der Welt war, musste ich dann erstmal schauen, ne? Und habe dann irgendwann aber für mich herausgefunden, dass Julius ja im Prinzip derjenige ist, für den ich all den ganzen Kram hier mache. Also, dass ich, das ist ja alles schön und gut, wenn man, ne, wenn beide arbeiten gehen, wenn beide Geld verdienen, wenn man sich ein Haus kauft und da renoviert und macht und tut und auch auf Langlebigkeit setzt und so. Aber irgendwann kommt natürlich ja auch bei jedem der Punkt, wofür mache ich den ganzen Kram ja eigentlich? Und für mich ist es dann halt irgendwann, Gott sei Dank, so gewesen, dass es bei mir Klick im Kopf gemacht hat. Eigentlich logisch, ne? Aber es hat bei mir schon ein bisschen gebraucht, dass ich das halt auch herzenstechnisch so hingekriegt habe, dass ich dann realisiert habe, ja klar, ich mache das nicht nur für mich, ich mache das nicht nur für meinen Partner, sondern ich mache das für mein Sohn und vielleicht auch für weitere Kinder. Man weiß es ja nicht, was da noch so kommt, ne? Und als das realisiert wurde in meinem Kopf, ist irgendwie eine riesige Last von meinen Schultern gefallen. Weiß ich nicht, da konnte ich auf einmal wieder atmen und da habe ich mich auch wieder gut gefühlt und auch wieder freier gefühlt. Aber ich habe mich so durch alles, was da war, ne? Ich war so angespannt und so unruhig und so unglücklich halt auch. Und das tut mir einfach irre leid, aber was willst du machen? Ne? Es ist, wie es ist. Und ja, mittlerweile habe ich es halt realisiert und es tut mir so gut. Es ist einfach für mich schöner so. Ich glaube, es ist logisch, ne? Ja, genau. Aber es hat seine Weile gebraucht und das ist okay so. Ich glaube, dass es einfach auch vielen, vielen Müttern, vielen Vätern so geht. Und ich habe einfach auch Dankbarkeit lernen dürfen, auch dadurch, dass ich realisiert habe, wie sehr mein Freund auch da ist und wie sehr wir als Team alles machen und er mich niemals mit meinen Sorgen und Gedanken allein lassen würde. Allein, dass ich das realisiert habe, hat mir schon wieder so einen kleinen Herzenssprung gegeben, dass ich mich einfach noch mal ein Stück mehr in ihn verliebt habe. Und das ist einfach diese mentale Verbundenheit, die wir haben, die einfach so unglaublich ist. Und auch jedes Mal, wenn ich sehe, wie mein Freund und Julius zusammen sind, wie stolz mein Freund ist, als Papa halt auch, ne? Und wie glücklich er ist dadurch. Das macht mich halt auch glücklich. Und ich sehe halt auch einfach an der Entwicklung von Julius, dass es ihm gut geht. Ne? Also er spiegelt einem das halt extrem wieder und das sagen uns auch so viele, die ihn erleben, dass er ein super glückliches und ausgeglichenes Kind ist. Und natürlich habe ich mir auch selber ein Stück weit ein Ei ins Nest gelegt durch durch meinen Wunsch, durch mein Bestreben, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte nicht, dass Julius jetzt schon in den Kindergarten kommt. Oder eine Kita. Ich möchte, dass er das erst nächstes Jahr macht. Also, dass er dann quasi mit, ja, 2,5 quasi in die Kita kommt. Aber er vorher halt hier zu Hause ist, weil er so halt dann auch direkt gefördert werden kann oder direkt halt bei uns ist. Und ich halt auch einfach irgendwo die Zeit als Mama genießen kann, ne? Und das ist super anstrengend manchmal. Einfach dadurch, dass wir dann immer auch gucken müssen vom Alltag her und so, ne? Und von meiner Arbeit und so weiter. Aber es klappt. Einfach weil wir hier alle Hand in Hand arbeiten. Und das, was einfach mein riesiger Vorteil ist, und das muss man halt auch wirklich an dieser Stelle sagen, ne? Ist, dass, also dass wir halt sehr spät also sehr spät Eltern geworden sind, weil gerade alle unsere Eltern, auch das wieder ein Vorteil, dass sie sich alle getrennt haben. Jetzt kommt's, ne, dass wir halt endlich mal daran, oder endlich ist gut, haben wir schon eine ganze Weile davon profitieren können, ne, dass man da halt einfach sagen kann, okay, dann
wenn die Großeltern Bock haben, dann kommt vorbei. Und dann macht man halt feste Tage aus und dann kriegt man das richtig gut hin. Und alle sind super happy damit, wie wir jetzt diese Lösung auch gefunden haben. Und alle fühlen sich wohl damit. Was total aufgehört hat, sind Vorwürfe, wir haben euch schon lange nicht mehr gesehen, ihr habt euch schon ewig nicht mehr gemeldet. Wenn man so oder so jetzt feste Tage hat, wo man sich sieht und dann halt auch sich austauscht und so, das ist schon schlau, Leute. Also wenn ihr auch in der Situation seid, dass ihr gegebenenfalls halt auch Kinder habt und so und sich vielleicht eure Eltern darüber beschweren, dass man sich zu selten sieht, dann macht mit denen feste Tage aus und sagt, okay, dann ist jetzt halt Oma-Nachmittag oder Opa-Nachmittag und das machen wir jetzt fix. Jeden Dienstag ab 15 Uhr bis 18 Uhr ist mein Kind bei dir oder meine Kinder und man ist dann vielleicht vorher und nachher da, kann kurz einen Schnack halten, aber nicht allzu lange aufhalten lassen, dass man dann gegebenenfalls halt auch seine eigenen Freiheiten ausleben kann, ne? Weil das ist halt das, was bei mir halt super wichtig war. Und gerade am Anfang wurde halt viel gesagt, so, oh je, wir wollen Julius wiedersehen und so. Und ich lag einfach auf der Couch oder ich war da und ich war irgendwie vollkommen out of order und wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und dann wollen auch noch alle irgendwie mein Kind sehen und so. Ah, das war ganz anstrengend. Aber da hat meine Psychologin tatsächlich diese Idee in meinem Kopf verursacht. Also die hat nicht irgendwie gesagt, du musst das jetzt so und so machen, sondern die sät so Gedanken in meinem Kopf und das liebe ich an ihr wirklich total. mit so einem Puffelding, ne, gehe ich dann meistens nochmal außen drum rum. Aber so sieht es ganz süß aus. Crazy, Leute. So, nix Glitterglow, ne? Ohne den geht's selten bei mir. Das Ganze sich halt erstmal so eingependelt hat, hat seine Zeit gebraucht, aber das ist okay. Man hat sich auch die Zeit dafür genommen und halt auch auf Verständnis gesetzt. Man hat sich gegenseitig halt auch einfach ein bisschen besser kennengelernt. Auch unsere Familien haben uns dann auch dadurch ein bisschen besser kennengelernt. Und was halt in solchen Situationen gar nicht geht und was man halt grundsätzlich vermeiden sollte, sind Vorwürfe. Also das, ne, auch wieder hier, nicht nur in der Beziehung, sondern auch wieder im Familienleben und so. Es hört nie auf, dass dann auch die Eltern jetzt nicht irgendwie ständig irgendwelche Vorwürfe machen und so. Und wir sind sowieso super entspannt, mein Freund und ich, auch was jetzt so die Erziehung von Julius und so angeht. Dass wir jetzt nicht, keine Ahnung, sagen, oh mein Gott, der darf dies, das, Ananas nicht und da müssen die Großeltern jetzt drauf aufpassen und so weiter. Und wir sind halt auch keine Angsteltern, wir haben, oder Helikoptereltern, wir haben immer gesagt, dass Julius halt auch kein Sagrotan-Baby wird oder Sagrotan-Kind und so weiter halt, ne? Und wenn man halt auch selber diese Entspanntheit hat, dann spiegelt einem die Familie und das Umfeld diese Entspanntheit auch zurück und vor allem das Kind, ne? Also das ist wirklich ein Geschenk, ein absolutes Geschenk. Okay, jetzt habe ich einmal den Schimmerton aufgetragen. Oh, jetzt habe ich hier den Super Sparkly-Ton. Wow, der ist ja cool. Und das funktioniert. Also vor allem, wenn man auch offen miteinander redet, dann funktioniert es sehr, sehr gut. Und halt auch offen. Offen und ehrlich. Das ist so wichtig, dass man auch was so Erwartungen angeht an die Großeltern oder was die Großeltern an, also unsere Eltern halt an uns an Erwartungen haben, dass man sowas halt klar definiert. Das ist einfach wichtig. Dann kommt es auch nicht zu Streit oder zu irgendwelchen Missverständnissen und dann läuft das, ne? Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, das dann auch wirklich versuchen umzusetzen. Das war alles auch familiär bedingt bei mir vor allem ein sehr, sehr steiniger Weg mit meinen Eltern. Aber im Laufe der Zeit habe ich gelernt zu kommunizieren. Das hat mein Freund mir auch beigebracht in den 19,5 Jahren, die wir zusammen sind. Denn bei uns in der Familie gab es sowas eigentlich vorher nicht in dem Sinne. Und dann habe ich meinen Eltern das beigebracht, mit mir zu kommunizieren. Und es funktioniert sehr gut. Also muss man wirklich sagen. Und jetzt läuft's halt, ne? Das ist eine Sache, für die ich super dankbar bin, wo ich einfach super glücklich drüber bin und ich bin mir jeden Tag bewusst darüber, dass alles, was in meinem Leben passiert und alles, was so, ne, was mein Umfeld auch angeht, das ist alles nicht selbstverständlich. Gesundheit ist nicht selbstverständlich, auf gar keinen Fall. Also auch das haben wir schon schmerzlich erleben müssen, gerade in dem Jahr, wo Julius geboren wurde, sind auch unsere beiden Opas gestorben. Da hat man dann auch mal so richtig die Konfrontation mit der Realität bekommen. So, ja, jedes Leben ist endlich, ne? Und egal, wie lieb du die Leute hast,
Liebe kann die Leute nicht im Leben halten. Das ist halt einfach so. Und auch diese Geschichte von wegen, wie ich mir eine Geburt vorstelle und so und wie ich mir das Mama-Dasein vorstelle. Das hat sich alles gezeigt, dass alles doch ganz, ganz anders kommt, als dass man sich das vorher halt so überlegt hat, ne? Und letztendlich ist es aber so, dass alles schon in meinem Leben besser gekommen ist, als ich mir das hier erträumt hätte. Und da bin ich jedes Mal dankbar für. Ich saß auch letztens mit meinem Freund draußen und habe ihm das auch gesagt. Ich habe das letztens auch zu meinen Freundinnen habe ich das auch mal gesagt, weil das ist wirklich so, dass ich mir immer wieder auch darüber bewusst werde, dass das, was ich habe, dass das, was ich bin, wie ich leben darf und all das nicht selbstverständlich ist. Und das erfordert natürlich auch, ich habe jetzt meinen Look fertig und finde ihn wunderschön, sehr viel Arbeit, sehr viel Biss. Ich sitze teilweise bis 3 Uhr nachts am Laptop und arbeite und schneide Videos. Gleich werde ich auch noch mich von Laptop setzen müssen, weil ich meine Buchhaltung machen muss. Yay! Aber in jedem Job gibt es nun mal auch da irgendwelche Sachen, die vielleicht nicht ganz so perfekt sind. das ist von Ayeko, ne? Den hatte ich so euch Ewigkeiten immer mal wieder auch als meinen liebsten Eyeliner vorgestellt. Ich liebe ihn nach wie vor. Und das ist jetzt so eine Limited Edition Verpackung gewesen. Ja, ne? Also etwas, was ich euch auf jeden Fall gerne mit auf den Weg geben würde, ist vielleicht mal so sein Leben aus einer neuen Perspektive sich anzuschauen, nach hinten zu lehnen, einfach mal kurz sich das so anzugucken, was ist hier gerade vor mir und erstmal zu entscheiden, bin ich glücklich? Das ist auch so eine ganz, ganz schwierige Frage. Wer ist da? Wollt ihr alle wissen, ne? Ha! Ich wurde zu einer Gruppe hinzugefügt und ich muss die Gruppe stumm schalten, denn es wird wahrscheinlich in den nächsten Minuten hier zu einem Schwall kommen. Denn ich bin demnächst in Berlin und da kommen wir gleich auch zu ein paar Geschichten. Also ja, vom 8. bis zum 9. August bin ich in Berlin und da werde ich auch sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen treffen. Und ja, da freue ich mich sehr, sehr drüber. Und ja, Dankbarkeit, ne? Es passt gerade sehr gut, denn es ist nicht selbstverständlich, auf sowas eingeladen zu werden. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass man so coole Kolleginnen und Kollegen hat und dass die einen auch selber als Kollegin bezeichnen, ne? Weil ich finde, sowas impliziert halt auch immer ein Stück weit, dass man sich halt, also dass man halt an einem Strang zieht und dass man sich die Butter auf dem Brot gegenseitig gönnt. Das ist, für mich ist YouTube oder Social Media generell überhaupt kein Haifischbecken. Ich habe das damals immer gedacht, weil man hat so vom Hörensagen auch mitbekommen, dass die Leute gesagt haben, oh, ne, da stechen die sich gegenseitig aus und so. Also, ne, auf gar keinen Fall, ganz im Gegenteil. Also das, was ich erlebt habe, ist mit sehr, sehr viel Verbundenheit und Liebe und Freundlichkeit, Herzlichkeit, Unterstützung ohne Ende. Also das ist so krass, dass man so viele Erlebnisse nur deswegen bekommen durfte, eben weil man gegenseitig sich unterstützt, ne? Weil man vorgeschlagen wurde oder andere vorschlägt. Und das ist einfach wichtig. Ja, dass man sich gegenseitig hilft, dass man füreinander da ist, wenn irgendwas ist. Und das habe ich letztens auch zu meinem Freund gesagt, gestern war das, glaube ich. Da saßen wir auch draußen und da habe ich mit ihm gesprochen und habe ihm gesagt, du, das ist halt bei YouTube so eine ganz, das ist ein ganz, ganz lustiger Haufen. Es sind super viele Menschen, die aus so vielen verschiedenen Berufsgruppen ja auch hier zusammenkommen. Aber man darf halt nicht vergessen, dass die ganzen Leute auch einfach ein enormes Wissen mitbringen. Das heißt, wenn ich irgendein Problem habe, wüsste ich von meinen Kolleginnen und Kollegen safe, wen ich fragen kann. Genauso wissen die auch, was ich so kann und will und mach und tu und so. Und dieses Offene, ne, dass man sich gegenseitig hilft und nicht irgendwie sich gegenseitig einfach, keine Ahnung, vor die Wand laufen lässt oder so, das ist so einzigartig. Das habe ich in einem Beruf auf die Art und Weise noch nie erlebt. Das ist wirklich so. Und ich meine, es geht ja für alle auch natürlich um
wenn es hier halt ihr kompletter Job ist und so, ne, geht es ja auch für alle ein Stück weit darum, dass man dann auch seine Reichweite nutzen soll, Community aufbauen und hast du nicht gesehen und dass man natürlich ja auch ein paar Euros verdienen möchte. Aber das steht nicht grundsätzlich bei allen im Vordergrund. Ganz im Gegenteil, es steht bei allen eigentlich im Vordergrund, dass man dankbar dafür ist, hier seine Leidenschaft zu leben. Und dann freut man sich, wenn man sich gegenseitig halt irgendwie pushen kann, dass man halt noch mehr daran Freude hat, seine Leidenschaft halt leben zu dürfen. Weil da macht es einfach viel mehr Spaß, als wenn man hier so sein eigenes Süppchen kocht, ne? Mann. Hier habe ich von MAC Fix Plus Stay Over. Ich weiß nicht, ist das neu? Ne? Ist so ein kleines Fixing Spray. Ich fand das jetzt für die Reise ganz cool. Da sind 30 Milliliter drin. Sehr feiner Sprühnebel. Und dieses Jahr sind so viele Sachen noch bei mir am Start. Ey Leute, ich weiß teilweise gar nicht mehr, wo ich wann bin. Also ich bin auf jeden Fall im August bin ich in, oh, hier hatte ich einen Krümel, in Berlin. Im Oktober bin ich in Hamburg und im November bin ich wahrscheinlich auch nochmal in Berlin. Vielleicht auch noch im September, da muss man gucken. Also ich glaube, da könnte ich fast schon irgendwie mir so ein Airbnb mieten oder sonst irgendwas. Das ist echt total aufregend, ich sag's euch. Also richtig viel los und das liebe ich ja, ne? Also das ist halt dann auch die Sache. Ich muss dann immer für die Zeit so ein bisschen gucken, dass halt, dass es am Wochenende stattfindet oder wenn es in der Woche stattfindet, dass ich dann auch geplant bekomme, dass Julius in Betreuung ist, ne? Gegebenenfalls mein Freund Urlaub hat. Und dass es allen gut geht, dass es meinem Freund nicht zu viel wird. Also ich habe schon das ein oder andere Mal was verschieben müssen oder absagen müssen oder wie auch immer. Eben weil es halt nicht gepasst hat mit meinem Freund, der einfach einen festen Job hat, ne? Und jetzt mittlerweile, ich klopfe auf Holz, ist alles wieder im Lot. Aber als Julius da seine Schlafregression, 18 Monate Schlafregression hatte. Alter Schwede, war das krass. Das war richtig krass. Und da wäre ich eigentlich unterwegs gewesen, wenn das alles geklappt hätte. Aber es war nicht drüber nachzudenken. Auf gar keinen Fall. Jetzt nehme ich nochmal von L'Oreal hier diese Volume Million Lashes Panorama Mascara. Ja, und ich befinde mich jetzt kurz vor meiner heftigsten Zeit des Jahres. Also ihr habt es ja schon mitbekommen, es geht schon los mit den Adventskalendern. Und ich habe schon sehr, sehr viele bestellt. Ich weiß nicht, interessiert es euch, vielleicht mal irgendwann so ein Status-Video oder so zu bekommen, dass ich euch mal so eine Übersicht erstelle, was gibt's alle gerade schon zu kaufen und was habe ich schon geholt, was erwartet euch quasi. Interessiert euch das? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dann könnte ich nämlich dazu einfach auch mal ein Video drehen, wenn ihr mögt. Und euch da auch schon vielleicht so meine ersten Einschätzungen geben, weil man sieht natürlich auch bei vielen schon die Produktbilder oder so, ne? Also das ist halt echt spannend. Und ich glaube, dieses Jahr wird nochmal anders krass. Ich glaube, die werden ganz schön teuer dieses Jahr. Und da lohnt es sich halt umso mehr, vorher nochmal hinzuschauen. Und deswegen finde ich das immer so frech, wenn Firmen quasi im Presale machen und dann während des Presales schon die Adventskalender ausverkauft sind, sodass einfach, dass man nicht weiß, was drin ist. Bei manchen habt ihr die Möglichkeit, dass ihr, also manche müssen es halt deklarieren, ne? Dass man halt bei Food-Adventskalendern und so die Inhaltsstoffe sich angucken kann und da ist halt aufgeführt, was drin ist. Dann kann man es so grob für sich abschätzen, ob sich das für einen lohnt oder so. Dadurch habe ich zum Beispiel auch schon bei vielen Adventskalendern gesagt, nee, die hole ich mir nicht, weil da vielleicht auch zu viele Sachen mit, keine Ahnung, Alkohol oder so mit dabei waren. Also ich hatte auch so einen Frühstücks-Adventskalender gesehen, wo dann ganz, ganz viele Marmeladen oder Aufstriche halt mit Alkohol wären. Und da das bei uns von allen ja gegessen wird, also auch von meinem Sohn, nein, danke. Und ich finde es halt auch immer schwierig in Grundnahrungsmitteln, die man sich so irgendwie aufs Brot schmiert oder so, alkoholische Sachen drin zu haben, aber was soll das, ne? Das muss ja nicht sein. Und nö, deswegen, das wollte ich dann nicht unterstützen, habe es deswegen auch nicht bestellt. Aber es geht schon sehr, sehr viel ab. Also ich, jeden Tag bin ich jetzt schon dabei, nach Adventskalendern zu googeln und neue zu suchen, neue zu finden. Bestelle wie eine Irre. Also ich habe schon so viel Geld gelassen. Und wenn ihr dann also irgendwie mal einen finden solltet, wo ihr denkt, Mensch, den könnte Claudi sich doch mal angucken, dann schickt mir das sehr, sehr gerne. Sei es als Nachricht auf Instagram
oder als E-Mail zum Beispiel. Das ist auch immer sehr hilfreich, ne? Also haut raus, auf jeden Fall. Wenn ihr irgendwas seht, was für euch interessant ist und wo ihr denkt, das könnte vielleicht passen. Ich bin sehr, sehr bunt, was mein Content angeht, ne? Bisher. Und dementsprechend könnte das auf jeden Fall eine Win-Win-Sache sein, ne? Dass ich den dann auch vorstelle und so. Genau. Ja, aber ich freue mich drauf. Also es wird wild, auf jeden Fall. Das weiß ich jetzt schon. Aber es wird mir super viel Spaß machen. Ich habe jetzt schon genossen, mich hier bei 30 Grad im Schatten hinzusetzen mit meiner Santa-Claudi-Mütze und euch Adventskalender auszupacken, die ich schon hier habe. Und euch die Videos dann auch online zu stellen. Ich habe mit einem riesengroßen Grinsen im Gesicht die ganzen Kommentare gelesen. Aber die meisten haben auch wirklich positiv drauf reagiert und gesagt, ja, ja, Claudi, es ist Juli, ne? Merkst du was? Ich liebe es einfach so sehr. Ja, ich bin sowieso, was meine Art und Weise angeht, ich bin sehr paradox manchmal. Deswegen passt es auch, dass ich Adventskalender im Hochsommer auspacke. Ist wie es ist, ne? Ja, aber ich finde es einfach total schön, diese Neugierde, die ich habe, ausleben zu dürfen. Und ja, euch dann halt jobmäßig Adventskalender zu präsentieren. Was aber halt auch so eine Sache ist, ich habe mir natürlich übers Jahr auch immer Produktwissen angeeignet und so. Ich habe eben meine Dings ausgestellt. Ne? Das ist jetzt wahrscheinlich eine E-Mail gewesen. Es tut mir leid, aber ich wollte... Ach, mein DHL-Paket kommt bald. Na, siehst du was. Ich wollte nämlich dieses Video weitestgehend ungeschnitten hochladen. Mal gucken. Naja, aber ich glaube, es wird für uns alle eine spannende Zeit werden. Und da gucken wir einfach mal, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich passt und wo es einfach nur Geldmacherei sein wird. Und ja... Ich finde es spannend, muss ich wirklich sagen. Ich setze auf Sephora, ich setze natürlich auf Lookfantastic. Also was die dieses Jahr für Limited Editions rausgehauen haben, da muss der Adventskalender bangen. Da bin ich echt gespannt drauf. Und dann, aber ich gucke natürlich auch nach links und rechts. Ich glaube, dieses Jahr werden wir keine von Beauty Love finden. Weiß ich nicht. Weil sonst wären die ja wahrscheinlich auch schon veröffentlicht worden. Das heißt, ich glaube nicht, dass es von Pinkbox, Barbara Box, Brigitte Box und so weiter Adventskalender geben wird. Weil die haben ja diese Insolvenzgeschichte dieses Jahr gehabt. Glaube ich nicht. Was denkt ihr? Meinst du, die haben? Ich glaube es nicht. Können wir ja gerne mal spekulieren. Also schlau wäre es für sie eigentlich schon. Aber weiß eigentlich irgendwer von euch, warum die insolvent gegangen sind? Ich habe nur gehört, dass da irgendwas vom Verbraucherschutz war. Aber was da genau passiert ist, habe ich nicht mitbekommen. Falls jemand irgendwas weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Also die Mascara sitzt und gefällt mir wie immer fantastisch. Und jetzt kommen wir schon zu den Lippen, Leute. Ich bin auch sehr gespannt, was wir so für unbekannte Adventskalender oder so finden werden, weil das ist ja auch immer so eine kleine Leidenschaft von mir, dass ich da auf die Suche gehe und euch da so ganz neue Schätze präsentiere. Ich habe jetzt hier von Anastasia Beverly Hills einen Lip Liner in der Farbe Baby Roses. Das ist, glaube ich, ein ganz neuer, ne? Und da habe ich mir gedacht, okay, die Farbe ist sehr universell und gerade wenn man halt so hochpreisige Geschichten hat, schon wieder eine Geschichte, dann möchte man eigentlich auch etwas haben, was man viel verwenden kann. Und da kommen eigentlich solche Nude-Farben sehr gut. Der ist schon sehr orange, aber auch sehr, sehr schön. Also passt jetzt nicht unbedingt zum Augenlook, aber ich finde, das ist ein schöner Lip Liner. Der ist ganz... ganz besonders, finde ich. Also ich mag so eine Farben total gerne, weil die halt super gut kombinierbar sind. Ist halt so ein klassischer Holzstift zum Anspitzen. Ja, hat ganz gut funktioniert. Ob man das jetzt in der Preiskategorie braucht, ist einem selbst überlassen. Ich möchte übrigens einfach mal in diesem Video auch eine kleine Verlosung raushauen. Ja, alle Teilnahmebedingungen stehen in der Infobox. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Da habe ich jetzt nämlich nochmal diese Sommer-Essentials Edit zugeschickt bekommen von Lookfantastic. Die verlose ich in diesem Video. Genau, hier drüber gebe ich mir jetzt einen Lippenstift von Yves Saint Laurent in der Farbe 201. Das ist Rosewood Blush. Keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall nicht diese Farbe. Das ist einfach nur das Logo. Ne? Aber ob das dazu passt? Ich vielleicht. Könnte. Man weiß es nicht, man munkelt noch. Oh ja, der ist relativ schier. Oh, ich habe mein Lippenpflegeding vergessen. Das habe ich ganz vergessen.
Da hatte ich mir nämlich von The Ordinary das hier bestellt. Das muss ich dann nochmal woanders testen. Mit Squalan, Aminosäuren ist es einfach so ein Lippenbalsam. Ja, fand ich ganz süß, ne? Den habe ich ganz in diesem Video vergessen. Einfach mal drüber weggekommen. Okay. Der hat keine große Eigenfarbe. Vermischt sich ganz gut mit dem Lip Liner und gibt eigentlich ein schönes Ergebnis. Wobei, wenn ich den jetzt so swatche, sieht man auch so ein schieres Ergebnis. Also das ist noch leichter als die Nabla Beyond Jelly Lippendinger. Also sowohl dieser Lipstick, mega angenehm übrigens, als auch der Lip Liner sind halt super universell und zusammen sind die halt einfach etwas zurückhaltender, aber trotzdem schön. Ja, vielleicht wäre halt so, naja, kannst du schon zu dem, ja doch, man kann es dazu tragen. Es ist jetzt nicht verkehrt, was meint ihr? Genau, mache ich jetzt mal einmal hier den Swatch ab. Und ja, genau, so viel dazu. Ansonsten, ja, ist ab August auch endlich wieder meine Cutterin im Einsatz. Da freue ich mich auch sehr, sehr drüber, dass sie mir dann auch ein bisschen Arbeit abnehmen kann. Denn es war schon sehr heftig und es wird auch nochmal richtig heftig, wenn dann die Adventskalender kommen. Dann werden hier ja wahrscheinlich auch nicht nur ein Video pro Tag erscheinen, sondern noch ein paar mehr. Also, ne, macht euch auf was gefasst. Die Party geht ab. Haare sind offen. Ich mag den Look. Ich finde ihn wunderschön. Aber der wird jetzt abgerundet hier mit einem Parfum. Und zwar von Valentino. Es ist das Born in Roma. Nur welches bist du denn nochmal? Das Rosane. Schreibe ich euch mal rein. Schaut so aus. Habe ich mir in der kleinen Version gekauft. Und ich finde es wunderschön. Ich habe ja schon die orangene oder die gelbe Version davon, die ich richtig toll finde. Und das hier soll jetzt nochmal ein bisschen blumig sein. Ein bisschen sehr, sehr blumig. Ich glaube, eine Freundin von mir hatte das. Oh. Ja, wirklich. Das ist sehr sommerlich, sehr angenehm. Wobei ich persönlich das auch ganzjährig tragen würde. Da bin ich gar nicht so. Winke, winke. Hi. Oh, ich mag den Duft. Das ist ein richtiger, der passt zu mir, Duft. Und diese Valentino-Düfte, die halten auch richtig gut, ne? Tja, wonach riechst du denn? Du riechst einfach nach einer Blumenwiese, mein Freund. So kann man es nicht anders sagen, ne? Duftnoten sind eingeblendet. Ich mag den. Aber der ist jetzt nicht so super aufdringlich, sondern er ist halt so erfrischend, blumig, ein freundlicher Duft. Doch. Also sowas würde ich halt auch auf einem Event oder so tragen, wenn ich auch freundlich rüberkommen möchte. Und nicht super sexy oder so, sondern halt einfach freundlich. Ihr Lieben, das hier war jetzt einfach mal mein Style and Talk. So ein bisschen meine Gedanken mitgeteilt, ein bisschen aktuellen Status meines Daseins mit euch geteilt. Ich hoffe, dass ihr hier ein bisschen Unterhaltung bekommen habt, dass ich ja, euch vielleicht so ein bisschen was mitgeben konnte. Und wie gesagt, alle Produkte gibt es bei Lookfantastic, die sind in der Infobox verlinkt. Schaut gerne mal dort vorbei. Und da könnt ihr mit Claudi Welt einfach ein bisschen was sparen. Da könnt ihr nicht nur auf die LE-Boxen sparen oder auf die Abo-Box, sondern halt auch generell auf das komplette Sortiment, was es dort gibt. Und das finde ich ziemlich nice. Und ja, genau, dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.